Lebendige Literatur. Das ist das Motto der Kinder- und Jugendlesewoche, die vom 4. bis 8. Mai in Idar-Oberstein stattfand. Lebendig wird die Literatur durch die Begegnungen mit mehreren Autoren, die das Stadtjugendamt nach Idar-Oberstein eingeladen hat. Sie sollen den Kindern und Jugendlichen einen Einblick in die Welt der Literatur geben und den Spaß am Lesen vermitteln. Also die Lesewoche organisieren wir jetzt nicht im ersten Jahr, sondern jetzt bereits zum dritten Mal für Idar-Oberstein. Und es ist eigentlich so, dass wir viele Kontakte in Schulen und in Kindertagesstätten haben und Lehrer und Erzieherinnen natürlich auf uns zukommen und danach fragen, ob wir nicht mal Autoren und Autorinnen nach Idar-Oberstein einladen können. Und so kamen wir drauf und haben es realisiert. Natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern, unter anderem den beiden Buchhandlungen hier vor Ort, der Autorengruppe Nahe. Und natürlich auch mit vielen Sponsoren. An den Vormittagen finden Lesungen in Schulen statt. Und am Nachmittag gibt es öffentliche Lesungen für Familien. Unter anderem in Buchhandlungen, bei der Stadtbücherei oder im Jam. Hier im Jugendtreff liest die Jugendbuchautorin Heike Abidi aus ihrem Buch Tatsächlich 13. Die jungen Zuhörer dürfen zwischendurch Fragen stellen und werden so aktiv in die Lesung eingebunden. Aber das Lesen ist nicht nur ein Hobby, sondern kann auch in der Schule oder im Alltag nützlich sein. Ja, wer gut lesen kann oder gerne liest, dem eröffnet sich eine ganz neue Welt, in jedem Buch eine neue Welt. Und natürlich ist die Lesekompetenz an sich auch wichtig für alle anderen Sachen, also auch für jedes Schulfach oder auch für jeden Beruf. Sogar in Mathe wird man schlechtere Noten bekommen, wenn man nicht gut lesen kann, wenn man nämlich die Textaufgabe nicht verstanden hat. Also, und wenn man eben die Lesekompetenz fördern will, dann doch am besten mit Dingen, die einem Spaß machen, und das sind unterhaltsame Bücher. Aber welchen Zweck verfolgt die Lesewoche überhaupt und wie kann man junge Leute für das Lesen begeistern? In erster Linie verfolgt sie natürlich den Zweck, dass Kindern und Jugendlichen die Lust am Lesen nochmal geweckt werden soll. Es ist was Wunderbares, wenn man Autoren tatsächlich in Realita begegnen kann und Fragen stellen kann und nicht nur das Buch aus dem Regal greifen muss, reingucken muss, sondern Literatur so lebendig halt erleben darf. Lebendig deshalb, weil es eigentlich durch die tatsächliche Begegnung mit dem jeweiligen Autor und der Autorin halt auch greifbar wird. Die Literatur passiert dann nicht mehr nur in Schrift und im Buch, sondern man sieht die Person, die dahinter steckt, hinter den Zeilen im Buch und kann Fragen stellen. Deshalb lebendige Literatur. Nun kann man nur hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen etwas aus der Woche mitnehmen und die Lesewoche auch in den nächsten Jahren so ein Erfolg wird.